So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Hier sind wir da in der zweiten Tageshälfte. Und ja, der Mittag, der war ja, also, naja, guter Tag, der Vor- bzw. Nachmittag war ja sehr ereignisreich. So, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept geraten, was ich eigentlich machen wollte noch. So, Lieferung, jawohl. Die Sardellen hätte ich abgeliefert. Fischen und Sammeln, das muss noch sein, aber. Ja, da müssen wir dann die Mine noch rein. Die Sardellen, die müssen wir am Meer angeln. Ah ja, gut, hinten können wir noch vorbeigehen, wenn es Nacht ist. So, da ist der Willi. Angelt in meiner Reuse drin. So, so. Deswegen kriege ich immer nur Müll. Also, ob wir da jetzt gerade mal Sardellen zufällig kriegen, ich weiß es nicht. Hui. Ja, Seetang, das fängt schon mal gut an. Schnarch. La 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 la. Guru. Jawohl, das ist der Seetang. Ich will mir keinen Salat machen, also will ich nicht so viel Seetang haben eigentlich. Na, und? Guru. Treffer, ein Fisch. Jawohl. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Sardelle werden könnte. Oder irgendwas Lames halt. Eine Sardine, also keine Sardelle. Das ist wieder was anderes. Aber wir hatten vier. Dass das nicht gezählt hat, das ist ein fieses Spiel. Ich sag's nur. Ja, das hat wohl gemerkt, dass ich noch eine übrig hatte irgendwo im Kühlschrank. Und dass das nicht zählt, ne? Jetzt muss ich eigentlich drei Stück angeln. So, was ist das? Auch wieder Sardine oder sonst was? Ach, eine Seegurke. So. Weiter geht's. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich hier gerade mal die Sardelle kriege. Hier einfach mal so, ne? So viel Düssel wieder, das wäre toll. Ah, eine Sardelle, doch. Jetzt brauchen wir noch zwei. So, bitte noch eine. Oder brauche ich noch zwei Treffer? Müssen wir gleich mal nachgucken. So, blimp. Perfekt. Noch eine Sardelle. Ah, ich glaube, hat funktioniert. Ne, nicht sammeln. Das Blöde natürlich dabei, ja. So, Willi, genau. Das Blöde beim Sammeln ist, da müssen wir jetzt geschwind in die Mine reinhuscheln und dann wieder raushuscheln. So, der Willi müsste noch bei der Brücke rumstehen. So. Servus, mein Willilein. Hey, du hast es geschafft, Legolas. Ja, natürlich. Sardelle ist ein aufregender Fang, oder? Sie sind solch starke Schwimmer. Also, hier ist deine Belohnung. Glückwunsch. Ja, und jetzt kann ich mir die Fische behalten. Eine goldene habe ich jetzt hier geangelt noch. Okay. Ja, jetzt könnte ich, aber geht nicht. Kann ja mit dem Willi jetzt nichts machen. So, Fischen ist fertig. 120 Gold. Sammeln. So, und die Kuh. Kuhvergnügen. Bindel Amaranth. Das ist ja leider noch nicht reif. So, der Alex steht da rum. Ja, gut, dann huscheln wir geschwind mal ins Gemeinschaftszentrum rein. Weil der Schmied hat jetzt schon zugemacht wieder mal. Ach, sie sitzt da wieder rum, die Maru. So, fürs Aquarium haben wir ja nichts mehr im Moment, ne? Da fehlt uns nicht mehr viel. Eigentlich bloß noch ein einziger Fisch und das ist der Sandfisch. Tja, ja, und den gibt es glaube ich in der Wüste. So, das Äpfel, das kriegt man noch. Das weiß ich nicht. Hasenfutter, so Krempel hier. Vielleicht irgendwie kaufen. Was fehlt denn hier noch? Trüffel. Da brauchen wir Oink-Oinks. Hier brauchen wir Rotkohl. Was brauchen wir hier noch? Ja, diese komische Nautilusmuschel, die ich nie kriegen werde. Ja, irgendwann vielleicht, mal in 100 Jahren. Wenn die Story schon lang zu Ende ist oder so. So, mal schauen. Hier brauchen wir die Aubergine. Haben wir wirklich hier nur noch silberne? Und einen Maiskolben. Da haben wir eh bloß einen silbernen. So. Und ja, einen Kürbis halt dann mal. So, la la la, la la la, Tierbindel.
Das ist das Handwerkerbündel. Da brauchen wir Goldfrüchte hier. Halt immer gleich 5. Das ist immer so ein bisschen übertrieben hier, finde ich. Fehlt hier noch irgendwie? Ja, ein was hier. Das ist Kristallfrucht. Winter. Ja gut, das gibt es im Winter, das Zeug eben. Ja, ist ein erreichbares Ziel. So. Und die andere Sache, das mit dem Geld halt dann, ne? Das ist halt auch wieder. Das habe ich halt nicht so gern, dass wir hier dann Geld brauchen. So, warte mal. Dann gucken wir ganz schnell, aber wirklich nur ganz schnell kurz in die Mine rein und holen uns das Erz hier. Vielleicht kann man Clint ja im Stardew Kneipendings da sehen dann. Im Inn. So, da ist Robin. Ach, sie spielt wieder Musik hier. Ach, der ist auch da. Demetrius. Warte mal, Demetrius, kann ich vielleicht ein Ei schenken? So, komm. Danke dir, das ist ein äußerst interessantes Exemplar, wenn du meinst. Mal sehen, vielleicht werden die Stickstofffixierung von den Nematodenabsonderung beeinflusst. Okay. Oh, tut mir leid, ich habe gerade über ein paar Daten nachgedacht. Ich habe dich gar nicht bemerkt. Ja, mach dir nichts draus. Brauchst du etwas? Ja, mehr Geld. Warte mal. Ah, ich kann noch ganz kurz in die Gilde rein. Ich habe da was zu verkaufen noch. So. Da waren wir ja fast heute überall, ey. Piratenschwert, ne, brauche ich nicht. Den kleinen Magnetring, den brauche ich nicht. So. Mal kurz gucken, habt ihr irgendwas Neues? Dunkelschiefel? Ja, ja, gut. Lava-Katana, das wäre halt ein Nonplusultra, ja. Aber naja, so arg brauchen wir es jetzt auch nicht. So stark kämpfen müssen wir in der Mine ja auch nicht unbedingt. So, dann machen wir hier husch. Wir fahren mit dem Lift mal 10 Level nach unten. Mal schauen, ob es gut ist. Da ist man eigentlich schon Kupferzeug kriegen, oder? Holz. Holz doch der Teufel. So, Insektenscheiß. Ja, doch kein Kupfer. Mensch. Doch da. Ah, ha, ha, ha. Ein Kupferfelsen. Ja, das reicht uns. So, einfach mal hier ein bisschen. Blub, blub. Ja, immer mal daneben hauen, ne? Das mache ich doch sehr perfekt. Ah, gut, ich gehe mal noch die zweite Stufe runter. Na, du blödes Insekt, du. Quarz. Okay, das ist ein einfaches Level hier. Noch ein Abstieg. Ach ja, nicht mit der Angel. Ach, Servus Motte. So, kriege ich Käferfleisch. Kommt hier wieder so ein Mikrobi raus oder nee, doch nicht. Ja, doch, jetzt da kommt einer raus. Ey. Monsterjagdzieler. Ah, bei Gil gibt es eine neue Belohnung. Das wollte ich eigentlich haben, deswegen habe ich es ja gemacht hier. So, lalala. Quarz. Alles hier ein bisschen mal verquarzen. Aha. Aua. Blödes Biest. So, gleich bist du wieder ganz klein jetzt, ne? Du komisches Viech hier. So. Muss ja so ein Zippelfilig hier auch kriegen hier. So. Tatsächlich, da geht's weiter runter. Wenn es so schnell manchmal gegangen wäre schon am Anfang. Ja, jetzt hat er mich voll geschleimt. Aber das war am Anfang nicht so schnell, hier nach unten zu kommen. Bisschen Saat. Oh, hehehehe. Wir haben voll. Toll. Warte mal. Das Holz, das kann ich immer wiederholen hier. Deswegen schmeiße ich es mal weg.
Ja gut, das war jetzt wirklich nicht geplant, hier noch ewig lang in der Mine rumzugammeln. So, ihr Schleimis. Ey, das war unfair, ich war gerade am Abbauen. Ja, ist ja schon gut. Ja, und diese Zuschleimerei hier. So. Plopp. Da unten ist noch ein bisschen Kupfer. So, hier noch. Jetzt können wir die Steine ja kaputt machen, ne? Na gut, die konnten wir schon die ganze Zeit, aber die großen am Hof konnten wir nicht. So war's. So, wir gehen wieder nach oben. Mine verlassen. So. Wenn wir Glück haben, ist Clint jetzt bei Gas in der Kneipe. Abigail. Abigail. Ach, servus. So, wir nehmen hier einen kleinen Seitenpfad hier. Können wir jetzt im Mülleimer hier noch wühlen? Ja. Kekse, yo! Kekse. Ich bin das Kühlmonster. Hui. Aha, jetzt geht's hier auch noch weiter mit der Story hier. Hi, ich nehme deine Bestellung gleich auf. Ja. Elliot. Hallo Legolas, was für eine angenehme Überraschung. Ah. Ich bin nur für eine kurze Pause von meinem 8-stündigen Schreibmarathon hier. Ah. Barmann, 2 deiner besten Biere bitte. Hm. Ja. So, zapf, zapf, zapf. Bitte sehr, der Herr. Warte, stoß mir doch an. Auf Pelikan, auf unsere Freundschaft, auf meine Gesundheit, auf deinen Untergang. Auf unsere Freundschaft. Das ist eine großartige Idee. Aha. Auf uns. Aha. Ja, so ein Snob, da muss man so ein bisschen hier das machen. Ich habe einen großen Kuchen, der nur so ein kleines Glas. Als blinkt mir da. X! Starkes Zeugs. Aha. Okay, jetzt habe ich einen saufen müssen, jetzt habe ich einen sitzen, ja? Beschwipst. Dim, di, dim, di. Ja, die Musik wieder, ja. So, du hast die Erde gebracht, die ich haben wollte. Ausgezeichnet. Jawohl, Clint. Ich mag es, die örtlichen Ärzte hin und wieder zu überprüfen, um die Qualität und den Bestand zu dokumentieren. Lass mich die hier kurz anschauen, ich verstehe. Danke, du kannst die Ärzte behalten, die Qualität ist ordentlich. Und hier deine Bezahlung, wie versprochen natürlich. So, und ich blinke hier so munter vor mich hin. So, sammeln. Kuhvergnügen. Ja, jetzt endlich haben wir hier mal ein bisschen aufgeklärt, hier die ganze Liste. Na du. Ach, es gibt nichts Besonderes, als sich nach einem entspannten Angeltag mit einem kalten Bier zurückzulehnen. Ja, stimmt. Oder auch vielleicht einen heißen Grog hier. Servus, Marni. Ich sehe immer Clint hier, aber redet mit niemand. Er schaut nur gelegentlich über seine Schulter. Tja. Ich sehe immer Clint, ja. Okay, er sagt dasselbe immer wieder. Na du, da hinten. Bist du allein? Dekoration und das Streichen des Gefühls der Jahreszeit. Das ist die eine Tradition, die die Mühe wert ist. Ah, Lea. Gut. Und die Pam, ja, die hängt wieder am Bierhahn hier. Pam antwortet nicht, ja. Toll. Dankeschön. Na, dann gehe ich wieder. Shane begrüße ich jetzt nicht, oder? Na komm. Ich miete ein Zimmer bei Mani zu einem wirklich guten Preis. Es ist klein, aber ich kann mich nicht beschweren. Warte mal, kann ich dir eigentlich... Nö. Okay.
So, jetzt müssen wir ganz dringend eigentlich noch in den geheimen Wald gehen. Weil wir das noch nicht gemacht haben. So. Der Dr. Harvey war hier aber gar nicht da. Ja, jetzt die Kühe schnarchen schon. Meine Tiere wahrscheinlich auch. Da müssen wir dann noch die Stalltür zumachen. Die gehen ja automatisch rein. So. Ich darf halt nie vergessen, den Stall zuzumachen dann, ne? Ganz einfach. Kennt es noch so von meiner einen Oma da? Die hatte Hühner und die Hühner haben sich dann irgendwann in einer bestimmten Zeit einfach in ihr Hühnerhaus auf ihre Stangen gehockt und gut war. Und dann hat sie eigentlich bloß noch jemand die Türen zugemacht und dann waren sie eben da drin und konnten ja sozusagen schlafen. So. Ja, Inventar ist voll. Warte mal, das Gestrüpp schmeiße ich mal weg. Ja, du komischer Türkiser. Klopst du. Die sind schon ein bisschen stärker beieinander. Aber unsere tägliche Dosis Holz wollen wir da ja noch mitnehmen. So, das ist dann wieder nachgewachsen in ein paar Stunden hier. Das ist natürlich unglaublich. So. Ist da noch einer? Nö. Manchmal ist ja einer versteckt von den kleinen Blubberkerlen hier. Eigentlich sind es dann so Flappers hier. So, Hartholz. 12 Hartholz, mehr gibt es ja nie. Dann gucke ich hier mal noch kurz. Ah ja, hier ist noch ein Slimo. Den Slime mache ich auch noch platt hier. Ah, ein grüner ist ja auch noch. Ah, noch einer. Ey, das war ein Hinterhalt. Doppelte Hinterhalte hier. Ah, komm her. So, schön in die Klinge springen, das habe ich immer gern. Dann kann ich nämlich gleich Knacks kaputt machen hier. So. Okidoki. Ja. Wollen wir jetzt den Markt ja noch besuchen? Ne, ich glaube, der hat schon zu. Der schläft schon. So. Da sind wir wieder auf unserer Farm. Das ist alles unser Gelände hier. Das ist brutal. So viel groß hier. So haben wir eigentlich hier wieder, ja, Köderleins. Das hängen wir gleich in die Angel. Haben wir für die Kiste hier was? Ja, einen Stock meinetwegen. Den tun wir gleich verarbeiten lassen zu irgendwas. Die Goggele, die Eier meine ich, die tun wir auch wieder hier rein. Da können wir Mayo draus noch basteln. Die Samen, ja gut, okay. Ah doch, warte mal, Quarz habe ich noch. Und den Erdkristall. Das kommt woanders, das schmeißen wir in die Kiste nachher. Die Sonnenblume können wir auch wegpacken. Können ja Sonnenblumenöl machen oder so, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es geht. So. Hier sind die ganz vielen Erze hier. Warte mal, ich rechne mal kurz so durch, circa, ja, 50 wären 10 Kohle. Ja, da wird das Kohlebeständchen schon wieder niedrig dann sein, dann. So, da haben wir noch eine. Habe ich da jetzt was gepflanzt? Aubergine, ja. Sonnenblume, Sonnenblume. Da habe ich doch Kürbis hingepflanzt, ja. Wie gesagt, das Anzeigeding ist ein bisschen komisch da, weil es sich nicht so schnell aktualisiert. So, die Schleimus machen wir hier mal rein. Ich weiß nicht, für was ich die zwar sammle, aber irgendwann. Das Hartholz ist falsch hier. By the way. Ach, mir hat das ein Goldpilze. Ja, okay, die werden trotzdem verarbeitet, genau wie jeder andere auch. Harz kann hier rein. Das Hartholz, wie gesagt, das kommt hier hin. 262, da haben wir auch schon eine gute Sammlung. Der Stein, da müssen wir sammeln und sammeln, sammeln. Dass wir irgendwann mal genug Stein auf der Schaufel haben. Dann machen wir mal kurz noch ein paar Heringe da. Warte mal, wie ist denn der besondere Köder? Ja, das kann ich doch auch irgendwie fallen, Fischköder.
So, nee, nee, das meine ich nicht. Schatz. Wilderköder, das geht aus Fasern, Schleim. Einzig als Rezept, zieht alle Fische an. Das könnten wir mal probieren. Aber da haben wir nicht genug Fleisch, okay. Schade. Das Dumme ist, dass man aus den anderen Ködern nicht das einfach verbessern kann. Einfach ein bisschen Schleim noch hinzufügen, dann passt die Sache. Hätten wir auch eigentlich machen können, oder? Ah, die Brille gehört noch hier in die Truhe. So, dass da wieder so Quarz draus wird. Verfeinerter Quarz, meine ich. Sonst noch was? Ne, die Kirschbombe, die können wir verkaufen. Ja, die Sardellen sind eigentlich nichts wert. Kann man auch weggeben. Da haben wir nicht noch mehr Sardellen, also das hätte sowieso nichts gebracht. Da haben wir noch Sardellen. Also Fisch haben wir genug. Lachs. Ja, den habe ich eigentlich für die Lachsmahlzeit aufgehoben. Da haben wir noch ein bisschen Seetang. Unser Schrank hier wird auch immer voller. Das weiße See. Die normale Grünalge, die können wir ja nicht irgendwie verkochen, oder? Muss ich mal kurz nachgucken. Schaschmi können wir herstellen. Spaghetti-Pfannkuchen. Nee, das geht alles nicht. Das würde gehen, also das, was dann hier hell ist. Was ist denn das? Eine Algensuppe? Ach komm. Wir machen mal eine Algensuppe. Ein wenig schleimig. Ja, gibt halt viel Energie. Und Gesundheit. So. Eine Leckersuppe. Habe ich hier irgendwo Auberginen? Ja, da zum Beispiel Lebensburger. Was sind die wert? Warte, das sehe ich hier gerade. 75 eine, der ganze Stack hier wäre 525. Was ist denn so ein komischer Kohlwert hier? 80 allein. Sonnenblume 100. Ach, da habe ich noch eine Sardine. Ist die was wert, die Sardine? 62. Ja, komm hier, ich hau die auch mal in den Fischschrank rein hier. Die Gurken verkaufe ich. Da kann man auch was, irgendwas machen. Nein, ich möchte die nicht essen. So, hier in die Truhe schmeißen. Die Cashbombe weg, da das hier weg, das hier weg, das, das, das und das. So, Inventar wieder aufgeräumt. So, jetzt machen wir mal den Stall dicht. Okay, 23 Uhr. Bisschen Zeit ist noch. Ja, da haue ich ein paar Leerschläge erstmal in der Luft rum. Ich will hier ein bisschen Bäume fällen. So. Ein paar Acorns haben wir gekriegt, Eicheln. Aha. Da ist was fertig geworden bei der Eiche. Was sind das hier? Ahornbaum. Den brauchen wir hier unten nicht, deswegen weg damit. Holz. Was ist das? Eine Kiefer? Nee, die passt hier nicht rein. Eigentlich brauche ich hier noch mehr Ahornbäume. Ah, da oben ist auch was durchgeworden. So, aber die wachsen nicht so, wie ich das möchte. Eine Kiefer, die brauche ich hier nicht. Ein Zapfen. Da wächst nämlich schon wieder eine Kiefer. Das wächst auch eine Kiefer. Also ich weiß nicht, wenn ich die selber so dicht pflanze, ob die dann wächst. Aber ja, ich probiere es einfach mal. Mehr wie nichts werden, da geht ja nicht. So, das kann man auch wegzipfeln hier. Das kann man weg. Ja, nee, das geht so nicht. Eiche, da ist noch eine Eiche. Eichen haben wir eigentlich genug. Da hinten, die eine Eiche kann auch weg. So. Ahornbaum, warte mal, Ahorn. Das ist eine Eichel. Ach, ich bin ein Trottel. Moment, das ist auch nicht falsch. Die Eichel brauche ich wieder. Ich brauche Ahornfliegerle, das ist das Problem. Diese Propellerteile. So.
Das Samengedöns packen wir heute hier rein. Zack. Das kommt auch hier rein. Das Teergedöns hier. Hat man das. Naja, das Sortieren. So. Naja. Die Sortierung ist nicht einwandfrei. Die Pilze habe ich nicht so sortiert. Das können wir hier auch noch reinpacken. Das Harz. Holz kommt hier rein. So, und jetzt können wir noch unsere Pilze schnell ernten. Darauf habe ich ja gewartet. Lup. Ah, da ist wieder mal ein Violetter dabei. Das bedeutet, wir können uns noch so einen Lebenstrank machen, den wir dann wieder teuer verkaufen können. So. Ja, Moment. Da braucht man einen Meuchel und normale Pilze oder sowas. Eine Meuchel, einen Pilz. Und noch ein Pfifferling, glaube ich, und das ja. Das müsste eigentlich passen. Ja. So. Ah, der gewöhnliche Pilz, die restlichen haue ich wieder rein hier. Und den Lebenstrank 500, den können wir hier verkaufen. So. Und jetzt springe ich ins Bett, bevor er zweimal gähnt. So, habe wieder viel geschafft. So, ja, ich sollte mal alles aus der Hand legen. Ins Bett gehen, ja. So, Tag 6 ist geschafft. Wie viel Geld haben wir da eingenommen? 2248, okay, alles klar. Da kommt die nächste 10.000 wieder. So. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Lego. Tschüss.